Durchgezappt. Die Paarung der Woche. Es gibt Dinge, die gehören einfach zusammen. Faust und Auge. Dick und doof. Und Journalisten-Doofinder. Runter mit dem Gelumpe. Und die AfD. So wie er hier, Udo Ulfkotte, Autor von enthüllenden Enthüllungsbüchern wie »So lügen Journalisten« und »Gekaufte Journalisten«. In denen enthüllt er vor allem, wie er gelogen hat und sich kaufen ließ. O-Ton gefällig? Bitteschön. Ulfkotte im Interview mit Ken Jebsen, auch so ein Lügenjournalisten-Enthüller. Das wirkt für mich wie gleichgeschaltet. Und wenn ich sehe, was ich früher selbst gemacht habe, ja. Ich war ja aktiver Teil dieser Gleichschaltung, habe desinformiert, habe Propaganda gemacht, dann verstehe ich, wieso das so ist. Und weil er weiß, wieso das so ist mit der Propaganda, hat das der Onkel Ulfkotte jetzt der AfD in Nordhessen bei ihrem Neujahrsempfang erklärt. Wer manipuliert uns eigentlich, hieß sein Vortrag, in dem er dann laut Zeit sagte, man dürfe Journalisten, die für Medienkonzerne arbeiten, nicht über den Weg trauen. Die AfD solle lieber mit Hilfe des Internets, mit einem eigenen Blog oder einem YouTube-Channel ihre Nachrichten und Meinungen verbreiten. Gute Idee, gleich mal ausprobieren. Wer einen wirklichen Politikwechsel will, der wählt uns. Alternativlos war gestern. Ein alternativloses Beispiel für den gelungenen Einsatz von Schrift, gestochen scharfen Bildern und irren Grafiktricks. Nur was der Heizstab im Hintergrund soll, das hat bestimmt was mit dem Euro zu tun. Die AfD und Udo Ulfkotte, die Traumpaarung für professionell erstellte Wahnsinnswahrheiten. Durchgezappt. Die Paarung der Woche. Es gibt Dinge, die gehören einfach zusammen. Faust und Auge. Dick und doof. Und Journalisten-Doof-Finder. Runter mit dem Gelumpe. Und die AfD. So wie er hier, Udo Ulfkotte, Autor von enthüllenden Enthüllungsbüchern wie »So lügen Journalisten« und »Gekaufte Journalisten«. In denen enthüllt er vor allem, wie er gelogen hat und sich kaufen ließ. O-Ton gefällig? Bitteschön. Ulfkotte im Interview mit Ken Jebsen, auch so ein Lügenjournalisten-Enthüller. Das wirkt für mich wie gleichgeschaltet. Und wenn ich sehe, was ich früher selbst gemacht habe, ja. Ich war ja aktiver Teil dieser Gleichschaltung, habe desinformiert, habe Propaganda gemacht, dann verstehe ich, wieso das so ist. Und weil er weiß, wieso das so ist mit der Propaganda, hat das der Onkel Ulfkotte jetzt der AfD in Nordhessen bei ihrem Neujahrsempfang erklärt. Wer manipuliert uns eigentlich, hieß sein Vortrag, in dem er dann laut Zeit sagte, man dürfe Journalisten, die für Medienkonzerne arbeiten, nicht über den Weg trauen. Die AfD solle lieber mit Hilfe des Internets, mit einem eigenen Blog oder einem YouTube-Channel ihre Nachrichten und Meinungen verbreiten. Gute Idee, gleich mal ausprobieren. Wer einen wirklichen Politikwechsel will, der wählt uns. Alternativlos war gestern. Ein alternativloses Beispiel für den gelungenen Einsatz von Schrift, gestochen scharfen Bildern und irren Grafiktricks. Nur was der Heizstab im Hintergrund soll, das hat bestimmt was mit dem Euro zu tun. Die AfD und Udo Ulfkotte, die Traumpaarung für professionell erstellte Wahnsinnswahrheiten.